herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Together Feuerrot. Und ja, ich weiß, es war jetzt eine sehr lange Pause, bedingt durch meinen Umzug, wie euch wahrscheinlich schon irgendwann mal der liebe Mr. Mercury erzählt hat. Ja, hat er euch erzählt, ich weiß es, ich gucke ja schließlich sein Pokémon Challenge Dings da und deswegen weiß ich, dass er das erzählt hat. Vielen Dank für das Vorwegnehmen, aber dann muss ich nicht mehr so viel erklären. Ja, ich bin umgezogen von der einen Stadt in die gleiche Stadt. Ja, eigentlich auch nur Luftlinie 200-300 Meter. Aber auf jeden Fall in einer wesentlich besseren Lage und verdammt, wir sind im Geisterturm. Oh, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Ich liebe Geister-Pokémon, aber ich hasse ihn nicht. Vor allem, ich liebe Dragossos. Oh, ich würde mir gerne einen Dragosso fangen. Aber das wird die Dragosso jetzt wahrscheinlich töten. Ja, bedingte Pause, natürlich nicht nur Umzug. Der Umzug geht ja relativ schnell, aber ich hatte halt auch 3 Wochen, 4 Wochen kein Internet. Da gab es halt Probleme. Doch, das hast du da nicht gekämpft gegen. Das ist super. Entschuldigung. Und ja, hatten wir einen neuen Anbieter mit Kabelanbieter, der mir eben 50.000 Mbit versprochen hat. Und das hat 2 Wochen gedauert, bis endlich hier was ankam, weil letztendlich die Dose eine falsche war. Es war eine Satellitendose und keine Kabeldose. Und ja, deswegen hat sich das alles sehr, sehr weit hinausgezögert. Jetzt haben wir endlich Internet. Und ja, schön schnelles Internet. Also bei mir noch nicht so ganz schnell. Ich kriege jetzt maximal gerade mal 30.000. Ich weiß, Luxusproblem, aber und 2,5 Mbit Upload oder so, also das ist schon nett, aber ja, ich hätte gern die 50.000, so wie mein Mitbewohner, der direkt, wo die Dose auch installiert ist, ist ja nicht in meinem Zimmer installiert, leider. Da suche ich jetzt noch eine Lösung, also mit einem Repeater klappt es nicht, mit einem 300 Mbit WLAN-Stick auch nicht wirklich, da kommt sogar noch weniger an. Jetzt habe ich mir einfach ein 20 Meter Ethernet-Kabel geholt, billiges, und das 100 Mbit Leistung hat, aber es ist wahrscheinlich zu lang, also müsste ich mir jetzt wahrscheinlich einen Switch holen und 2x10 Meter Kabel mal probieren, oder vielleicht liegt es auch letztendlich doch an meinem PC, dass er gar nicht so viel aufnehmen kann, was ich aber nicht glaube. Und jetzt muss ich erstmal gucken, ich habe hier sowas von keine Orientierung. Falls ihr vielleicht eine Lösung habt, könnt ihr ja mal einfach in die Kommentare schreiben, ob ich mir vielleicht mal ein stärkeres Kabel holen soll mit ein Gig Datentransfer oder vielleicht doch nur 300 Mbit Datentransfer, keine Ahnung, oder vielleicht doch zum Switch raten oder vielleicht eine neue Netzwerkkarte einbauen, falls es daran liegt. Ich muss das noch mit einem kürzeren Kabel probieren, meinen PC mal in sein Zimmer fahren und mit einem kurzen Kabel probieren, aber weil mit dem Kabel kommt bei seinem PC eben auch nicht mehr als die 30.000 an, also wird es wahrscheinlich am Kabel liegen und nicht unbedingt an meinem PC. Das ist schon mal etwas halberfreuliches. Und was will ich hier eigentlich? Warte mal, ich muss das gerade mal überlegen. Alduin ist mein Pokémon, Glimli ist mein Pokémon und Duflo ist mein Pokémon. Kata ist ja eigentlich auch meins. Habe ich gefangen, aber na gut. Gut, 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 gut. Warum ist eigentlich Glimli an erster Stelle? Ich meine, gut, es sind Geister-Pokémon, die sind blöd. Gut, du nicht. Warum nicht? Achso, Benjamin ist auch schon Level 36. Achso. Ja, ja, okay. Ja, dann, ja, lass mal Glimli. Ich weiß aber nicht, auf welcher Ebene wir sind. Ja. Dragosso. Ja, super Dragosso. Machst dich jetzt mal schön ab hier. Dragosso. Glimli erhält 188 Erfahrungspunkte. Ja, endlich geht's weiter mit Pokémon. Mensch. Ewig nicht mehr gespielt. Ja, ich hab mich einzig allein, seit ich Internet habe, auch wieder um mein Projekt gekümmert, und zum Aufnehmen kam ich nicht wirklich, weil kaum hatte ich Internet, bumm, war ich eine Woche in Paderborn bei meiner Freundin und da konnte ich nichts aufnehmen, weil mein Laptop und mein Headset irgendwie überhaupt nicht kooperieren wollen.
Beziehungsweise zusammen mit Fraps, keine Ahnung, das mag sich nicht. Und ich weiß nicht, was ich als im Pokémenü hier rumfuchtel. Wird hier doch nirgendwo gekämpft haben, oder? Ja, super, ich darf den ganzen Kampfmist hier machen. Danke! Yay! Yeah. Ich will gleich mal noch gucken im Pokédex, ob er denn vielleicht einen Nebulak oder sowas gefangen hat, oder ein Tragosso. Hey, Nebulak. Wie einfallsreich. Und Flammenwurf, Level up. Also, Blasenentzündung, yay! Das sieht so unglaublich falsch aus. Hätte man die Animation nicht einfach nur ein paar, 1 Zentimeter höher setzen können, dann sähe es auch richtig aus, aber noch nicht von da unten. Das geht doch nicht! Ach, Leute, ihr macht mich fertig. Spieler besiegt Exorzisten. Hm, was mache ich hier? Sensei gewinnt 768 Poké-Dollar. Die könnte ich auch sehen. Was hast du eigentlich noch zu sagen? Tut mir leid, ich war besessen. Ja. Davon habe ich in Köln auch ganz viele gesehen. Ja, ich war kurz einen Kurztrip nach Köln auch gemacht mit meiner Freundin. Muss man ja auch mal machen. Mal weg aus Paderborn. Paderborn ist ja Ostwestfalen halt. Langweilig. Wir waren auch in Bielefeld. Also wir haben Bielefeld gefunden. Ich bin einer der wenigen Menschen, die jetzt wissen, dass es Bielefeld doch gibt. Scheinbar. Also, wahrscheinlich schreiben viele Orte einfach nur Bielefeld ans Ortsschild, um den Steuerfahndern oder sonst was zu entgehen. Weil Bielefeld gibt's ja nicht, das weiß man ja. Und was es nicht gibt, das kann man ja auch nicht zur Kasse beten. Und ja, das ist ein guter Trick eigentlich. Ich muss es ja wissen, ich habe ja schließlich mal 2,5 Jahre beim Amt gearbeitet, ne? Ich kenne doch die Tricks. Ich kenne doch die Tricks. Flammenwurf. Oh, ja, dafür Flammenwurf zu benutzen ist natürlich sehr, ja. Ist ja überhaupt keine Verschwendung oder so. Nein. 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 Pokéturm, ja. Klick. Ich verfluche dich. Warum mache ich das eigentlich so ein bisschen tuckig? Das sind Frauen. Na egal. Okay, es sind besessene Frauen. Dieser ganze Esoterik-Kram ist ja nicht meins. Muss ich ja mal sagen. Diese ganze Esoterik-Schiene mit Geister und Übernatürlichem und nein. Nein. Nebulak. Ja, ich würde sagen, ich bleib bei Glimli. Und Glimli wird Level 40 bald erreichen. Auf jeden Fall noch. Unter meiner Regie. Unter meiner Regie. Ich Wortfall, ja, natürlich. Ach, aufnehmen macht Spaß. Ja, endlich wieder mal was aufzunehmen. Ich habe ja noch nebenbei was aufgenommen, eine Stunde. Okay, das habe ich eigentlich schon aufgenommen. Das habe ich aufgenommen in der Zeit, wo ich kein Internet hatte. Ich brauche aber Internet, um das hochzuladen und um Musik zu unterlegen. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon bei meinen Hobbit-Parts mal erzählt, aber die guckt ja keiner. Ja, nee. Achso, übrigens, kleiner Geheimtipp. Guckt unbedingt mein Let's Play der Hobbit. Abgeschlossen. Es wird jetzt jeden Tag oder alle 2 Tage 1-2 Folgen veröffentlicht und bis zum Ende. Es sind auch nicht mehr zu viele. Unbedingt gucken. Wird von führenden Let's Playern empfohlen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Behaupte ich einfach mal. Verklagt mich doch. Ja, und ich plane jetzt noch ein zweites Projekt. Darauf hat mich der Mr. Valkyrie gebracht, der ja König der Löwen für den NES aufnehmen will. Und das, dieses Spiel hatte ich als Kind für den NES. Ich hatte ja einen NES. War ja meine allererste Konsole und war auch eigentlich mit einer der schönsten. Ach, NES. Also nicht das kleine nervige Kind aus dem Spiel oder aus Super Smash Bros. NES. Das verfluche ich heute noch. Was war das? War die Animation jetzt gerade weg? Okay. Egal. Und er hat mich darauf gebracht, mal zu überlegen, was hatte ich denn in der Kindheit so noch für NES-Spiele. Und da er ja auf König der Löwen kam, wie gesagt, hatte ich auch. Ich hatte aber noch ein zweites, recht schweres Spiel. Und das war die Schlümpfe. Ich war als Kind ja ein riesen Schlumpf-Fan. Ich hatte auch diese schönsten diese ganzen CDs, diese Pop-Lieder auf schlumpfig gemacht, so wie das heutzutage mit SpongeBob gemacht wird. Aktuelle Charts-Lieder halt schön umgeschrieben, damit es passt. Und ja,
Nee, muss nicht sein. Habe ich als Kind unglaublich gefeiert, aber jetzt nicht mehr. Aber das Spiel habe ich gehasst. Ich habe es nie durchgespielt. Es war mir zu schwer. Gut, ich war 6, 7, 8, 9. Irgendwas. Und ich hatte bei meiner Oma vor dem Haus einen riesen Acker und Obstbäume. Da habe ich halt eher ja, geerntet, in Anführungszeichen. Also schön ham, 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 ham. Und da habe ich, wenn ich dann halt... da war ich dann halt nicht so, ich bleib jetzt hier, bis ich es geschafft habe, sondern, naja, dann gehe ich halt raus, esse ein paar Äpfel oder ein paar Beeren oder, ja. Oder spiel mit den Schäferhunden meines Opas oder mit den Katzen. Ja, als Kind war ich noch ein richtiges Draußen-Fan. Also ein richtiger Draußen-Fan. Hey, der Ding ist halt... yeah, geschützte Bereich. Huh. Schutzband. Schutzband, Schutzband, Schutzband sagt mir jetzt gerade gar nichts. Irgendwas mit Schutz nehme ich an. Boah, ne, echt? Ein Item, das ein Pokémon trägt. Es kann wilde Pokémon abhalten, wenn es... ah, das ist ja geben. Ja, aber sowas von geben. Aber sowas von geben. Zombies! Ah. Schön, dass man jetzt sogar in diesem Spiel an Zombies erinnert wird. Zombies? Es ist so traurig heutzutage. Früher Gespenster, Geister. Wie man es schon hier sieht. Gespenster sind, werden hier als zwar mystische Wesen und übernatürliche Wesen dargestellt, aber als brauchbare mittlerweile. Geister sind ja mittlerweile nützlich. Also im Pokémon-Zeitalter. Und früher waren Geister noch was, davor hatte man Angst. So war das einfach. Hey, ich habe ein Nugget gefunden. Lalala. Und dann ging das los mit den Vampiren vor ein paar Jahren. Wie heißt die Autorin? Stephanie Meyer? Oder so? Auf jeden Fall, ich hasse diese Person einfach dafür, dass sie Vampire zu glitzernden, tuckigen, metrosexuellen Wesen gemacht hat und zu freundlichen vor allem. Freundliche Vampire! Gut, die gab es vielleicht mal, aber... Vampire! Und Tote. Mit irrsinniger Kraft ausgestattet. Gut, das hat es ja irgendwie noch dargestellt in Büchern und Filmen. Gut, die Bücher habe ich nicht gelesen, aber ich muss leider die Filme angucken, weil meine Freundin und ja, reden wir nicht weiter drüber. Und ja, nee. Und jetzt gibt's Kinderfilme mit Vampire. Kinderfilme und Zeichentrickserien mit niedlichen und freundlichen Vampiren. Ich werd nicht mehr. Vampire sind brutal. Sie saugen ihr das Blut aus und überlegen gar nicht erst. Die meisten hassen sogar noch die Menschen. Ich sag nur, Soul Weaver. Die ganze Reihe. Das sind Vampire. Aber doch nicht sowas. Und jetzt fängt das mit den Zombies an. Zombies. Früher waren Zombies noch der Hauptcharakter in Horrorfilmen schlechthin. Aber heutzutage kommen die in Komödien vor. Und wo ich in Köln war, das war das Abartigste. Kinderbücher über Zombies. Kinderbücher über Zombies. Das sind untote Wesen, die dich fressen. Die in den meisten Illustrationen völlig zerfleischt aussehen. Und jetzt sind Zombies niedlich. Zombies sind Kult. Jeder mag Zombies. Warum nehmt ihr uns jetzt auch noch die Zombies weg? Das frage ich mich. Warum nimmt man uns jetzt auch die Zombies weg? Was kommt als nächstes? Mumien wahrscheinlich. Obwohl, die sind ja auch nicht mehr so... Mumien. Ein Klorolle eingewickeltes irgendwas. Super. Ich fand Vampire mal cool. Mittlerweile mag ich keine Vampire mehr. Ich mag die Vampire noch wie in Blade oder wie die alten Dracula-Geschichten. Ja, das sind Vampire. Aber doch nicht. Ich versuch's mal mit Duplo. Aber doch nicht. Die glitzernden, hüpfenden irgendwas.
Ja, man muss ja dazu sagen, Werwölfe sind ja auch schon im gleichen Buch, werden die auch gleich mit verrissen, ne? Werwölfe. Ja, puh. Super. Slavböde. Slavse. Und nee, also da kann ich mich nur aufregen. Nur Zombies, ja. Als nächstes kommen dann gut, Aliens sind auch schon lange harmlos geworden. Von denen hat auch keiner mehr Angst, da freut sich jeder, wenn die mal kommen würden. Das ist... Nee. 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 Vielleicht sollte ich einfach mal einen gegenwärtigen Trend machen und Hasen. Hasen einfach mal horrormäßig darstellen und zu Geschöpfen der Unterwelt erklären. Dass Hasen nur noch gehasst und gefürchtet werden. Niedliche kleine Hasen, die ich dann auffressen. Obwohl, den Film gab es schon, aber egal. Ich muss es ja als Buch veröffentlichen, sonst glaubt es ja keiner.